Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Cerveza und The Lost Demon Bayonetta Origins. Im letzten Part haben wir, wie ihr vielleicht sehen könnt, Cheshire wieder bekommen. Wir haben den Feenkönig getroffen und wir haben jetzt Restaurationskünste, damit wir hier auch Sachen wieder ganz machen können und viel gelesen und sehr, sehr viel passiert im letzten Part. Deswegen schaut da gern vorbei. Wir haben auch unsere Haare geschnitten, neue Frise. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wackelt hier nicht mehr so viel umher. Ja, und ich würde sagen, wir schreiten gleich weiter voran. Gleich. So. Nein, doch. Oh nein. Forschung einer Fee 4. Wir haben konstatieren müssen, dass sie zur Aufrechterhaltung der verschiedenen Tirnanak nötige Energie weitaus größer ist als zunächst erwartet. Selbst jene zusätzliche Energie, die wir gewinnen, indem wir die Waldelemente anzapfen und mit Hilfe der Elementarkerne bündeln, hat sich als unzureichend herausgestellt. Als Gegenmaßnahme haben wir zwei Pläne entworfen. Der erste Plan fundiert auf dem Wissen, dass die Seelen alle Menschen, die auf dem heiligen Boden Avalons dahinscheiden, Kraft des Waldes in Irrlichter verwandeln werden. Eine beinahe unsterbliche Form, der sich Energie entziehen lässt, wenn man in ihr negative Schwingungen hervorruft. Insbesondere das Piesacken und Foltern dieser erbärmlichen Kreaturen lässt jene köstliche und unschätzbar wertvolle Energie in großer Menge austreten. Und so sollten wir unsere Bemühungen verstärken, die reichlich und ohne Bedenken zu ernten. Plan Nummer 2 sieht die Produktion eines Geräts vor, das jegliche gewonnene Energie noch weiter versteckt. Der Grundbaustein dieser Apparatur wird auf ein menschliches Konstrukt namens Zahnrad zurückzuführen sein. Doch was wir für unsere Festung entworfen haben, lässt jedes von Menschenhand erschaffene Uhrwerk wie infantile Kinderei erscheinen. Kinderei? Was ist das für ein Wort? Naja. Das Wunderschönste an diesen Maschinen nun ist, dass sie in der Lage sein werden, selbst geringfügige Energiequellen bis ins Unermessliche zu steigern. Wir gestehen jedoch widerwillig, dass die Komplexität dieser Vorrichtung zerbrechlicher noch als die menschliche Psyche macht. Soll heißen, jegliche Art falschen Gebrauchs könnte zu Fehlfunktionen oder vollständigen Zusammenbruch führen. Also ich würde verstehen, wenn die Teile da irgendwie sich zu einem Weg zusammensetzen, aber da kommen ja noch Teile dazu. Ja. How do you like that? Don't think I'm so shabby now, huh? Was, Chip? A cut like this is nothing. But this ribbon isn't so bad. Cheshire said in a slightly embarrassed voice. Huck sie doch an das Bein. Yeah, I think it suits you perfectly. Gefühlt ist jetzt mehr genäht als irgendwie Wunder war, aber okay. Ja, viel hilft viel. Da war er der letzte, oder? Oha, was? Strange presence. They were not alone. Stop! We need to bring to a stand and so receive the ruin in our kingdom. We will not allow him to wake a cursed child from his slumber. It was the regal fairy from earlier. Is this for the music? Hey, that fairy speaking our language. I think. Fine. Her insolence knows no bounds. A repent or a king's anger that smoke is not easily quenched. The regal fairy continued his haughty monologue. Still, his thick accent was nigh unintelligible. This is hopeless. It must be some kind of fairy dialect. So, what? Are you saying you're the fairy king or something? Insolence! Before us all, bend the knee! Loose with fullness! Warum ist die Musik so trottelig? Weiß nicht. Aber das sagt jetzt nicht die Oma.
Nee. Außer sie hat einen krassen, weiß ich nicht, Stimmverzerrer. Puka. Ach, der ist Puka. Ja, aber die haben immer von wem anders gesprochen. Ja, das ist vielleicht doch nicht der König, aber den König selber vielleicht doch gar nicht gesehen. Was ist der mit dem los? Oh, gut. Ist das der Fake-König oder was? Ich glaube irgendwie nicht. Der mächtige Feenkönig Puka. Ich glaube da dran irgendwie noch nicht. Der sieht nicht so aus. What? Okay. Guck doch, wo da drin ist. Soll das ein Pferd sein? Glaube ich. Cheshire looked happy to oblige. Soll der vierte Boss sein? Jetzt weiß ich, warum die Musik so ist. Jetzt wäre auch die ganze Zeit schon, dass er irgendwas labert und Bayonetta drüber redet. Deswegen, ja, mal gucken. Was geht denn jetzt ab? Wer weiß? Alter, ein Engel. Was zum... Natürlich kämpft er nicht selber. Pukas Geheimwaffe Affinity. Affinität? Er ist ganz schnell. Haben wir jetzt einen Eintrag für ihn? Ich glaube noch nicht. Müssen wir doch mal gucken gleich. Wenn wir hier durch sind. Oh Gott. Oh ja, der war blau, deswegen mit Wasser angreifen. Hä, was? Warum zieht das so viel ab? Ja, der wird ein paar Phasen haben. Und jetzt müssen wir... Wasser. Wieder Wasser? Ist da eine Feuerbarriere oder nicht? Ja, aber... Mann. Und stirb! Ja, mach doch. Jetzt. Oha. Das ist doch ein Witz. Bring ihn da rein! Hey, was passiert hier? Eine eiserne Jungfrau. Was? 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 Pukas Geheimwaffe Affinity, Hierarchie, Engel der dritten Sphäre? Fragezeichen. Ein gewöhnlicher Engel der dritten Sphäre, heraufbeschwört von Puka. Ein gewöhnlicher? Oh nein, gibt es da auch noch einige von? Unter den Engeln stehen Affinity den Menschen am nächsten. Das heißt, wenn sie vom Himmel schweben, weist ihr leuchtender Heiligschein all denen die Richtung, die vom rechten Weg abgekommen sind. Obgleich sie in der untersten Sphäre der Engelshierarchie angesiedelt sind, übertrifft ihre Stärke die menschliche Vorstellungskraft bei weitem. Ein gewöhnlicher Mensch wäre vermutlich nicht einmal in der Lage, einen von ihnen zu berühren. Die himmlischen Waffen, mit denen diese Engel kämpfen, verfügen über gewaltige Kraft und können den Erdboden mit einem einzigen Schlag spalten. Diese Affinity ist allerdings gar kein echter Engel, sondern bloß eine Illusion, die bruchstückhaft zusammengesetzt wurde aus dem kollektiven Bewusstsein zahlreiche Hexen, die Avalon in der Vergangenheit betreten haben. Daher kann er nur überleben, solange er sich nicht von Puka entfernt. Seine Stärke steht der eines echten Affinity jedoch in nichts nach und so hat Puka ihn bereits einige Male eingesetzt, um unerwünschte Störenfriede aus dem Verkehr zu ziehen. Ursprünglich hatte Puka vorgehabt, eine ganze Armee von Affinities einer Gehirnwäsche zu unterziehen, nachdem er einen Weg gefunden hatte, ein Portal nach Paradiso zu öffnen.
Dieser Plan schlug jedoch fehl, als Puka feststellen musste, dass sein Zauber zur Gedankenkontrolle bei Engel nicht wirken. Dennoch, besessen von der Vorstellung, über die Macht der Engel zu verfügen, setzte er sein Studium von Paradiso fort. Ist das das Gegenteil von dieses andere Ding? Wie ist das andere? Die Hölle? Oh, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich, aber ja. Fort und fand schließlich heraus, wie er eine Affinity-Illusion erschaffen konnte. Und auch wenn es sich dabei um ein bloßes Trugbild handelt, so stellt die Tatsache, dass es aussieht, als habe er einen Warnengel unter seinem Kommando durch eine Befriedigung Pukas narzisstischer Ader da. Und Puka haben wir jetzt noch nicht in den Eintrag wahrscheinlich. Das war noch komisch. Und der eine Gegner, den wir einmal besiegt hatten, auch. Und Puka könnte auch bei Charaktere sein. Ja, ist er auch. Hat das jetzt überschrieben? Luca, warte mal, Lukan? War der schon da? Ja, sonst wird das rot sein. Aber jetzt wurde der Feenkönig überschrieben. Herr Bomberg Ignis auch angezeigt. Na los. Der selbsternannte König Puka. Er hat ja nicht mal viel Text, wow. Eine unheimliche Gestalt, die ebenso schnell aus den Schatten auftauchen kann. Inferno heißt das andere. Wie sie genau darin verschwindet. Er hat das Kommando über zahlreiche Feen von Avalon und scheint sich für Syrasas und Cheshires Aufenthalt auch zu interessieren. Hier, guck. Ah. Oh Mann, ey. Ah, Aussehen kannst du auch ändern bei ihm. Bei ihr. Ah. Ja, gut. Bei Ignis hast du, glaube ich, schon, ne? Ja. Ja, stimmt, sonst ich habe gerade mal durchgescrollt, könnt ihr nochmal lesen. Warum spricht er in der dritten Person? Oh nö, oh nö. Ach du Scheiße. Und mit beiden auch noch. Na, let's go, würde ich sagen. Und zu dem anderen würde ich sagen. Halt, stopp! Kannst du nicht mit ihm das. Ich weiß nicht, wie ich. Ja, vorne auf dem Schalter gehen, dann geht der andere, das eine runter und dann kannst du mit ihr das Wasser löschen. Das Feuer löschen. Ja. Aber ja, gut. Das wird jetzt eng. Wahrscheinlich. Und da musst du Wasser gegen schütten, das sieht man ja von hier schon. Gegen den Block, da ist ein Wasserzeichen. Ja, der jetzt halt auch labern muss. Mehr Wasser. Och, Jan, lauf doch nicht. Du hast das vorher doch gesehen. Stop it. Los, mit Checher zurück. Nicht so weit. Wo bist du denn so weit? Ja, ist gut jetzt. Der große Puka hat alle beseitigt, die sich ihm in den Weg stellten. Die Welt gehörte endlich ihm. Ich wollte das nur zeigen, nicht das. Ach, du, das du hast doch wichtig gesehen, dass das kommt. Warum hast du dich denn nicht so weit oben wie möglich gehalten? Oh. Hä? Als ob wir sogar von hier starten dürfen. Scheint so. Wo hat es denn? Mein Gott, mach doch die. Aber Wasser ist gefühlt eine. Oh nö. Der Lieblingskräfte der Entwickler. Merkt das schon.
Raus. Liegt da. Tja, sicherlich etwas, was er jetzt wieder zum Leben bringt, keine Ahnung. Matt. Oh, diesmal zwei auf einmal. Warum stehen da noch ganz viele? Ich dachte, er wollte das nur machen. Ich dachte, er hat es nicht geschafft. Hm. Ja. Ja, gut. Stirb. Haben die alle diese Leiste? Oder haben die zusammen? Ich glaube, diese ist zusammen. Oh. Na los, greif an. Und zack. Ach so, das ist das. Oh, Sasha, Angriff. Ich bin der Zweite. Ist egal. War anscheinend ein Duplikat oder so. Ich meine, das sind allgemein keine richtigen Engel. War ja Paradiso, oder? Oha. Angriff! Alter. Da kann ja gar nichts. Oh. Ja, ruf halt noch 80 von denen. Irgendwann ist auch Schluss. Aber ich muss nur ausweichen. Ah, jetzt nicht mehr. Bleib hier. Oha. Einfach aus der Luft geholt, das Vieh. Wenn man es kann, dann kann man es. So, kommen Sie mal mit.
Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Bleiben Sie hier. Ja, wieder nach Paradiso. Jetzt aber! Ran da! Und ey! Oha! Oha! Randa! Jetzt aber drücken! Da, 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 ein mit dir! Sorry. Bist du nicht tot? What's he saying now? I have a bad feeling about this. The two sensed danger in the fairy named Pucker's words and began to run. Das ist doch ein Bluff. Ja, aber natürlich hat er einen roten Knopf. Oh nein, sein Pferd explodiert. Jetzt machen wir wieder einen Schuss in den Ofen. What? What was with that guy? Man weiß es nicht. What are you on about? Oh, give me a break! Nee, noch nicht. Realizing what had happened, Ceresa hurriedly began wiping her face clean. The spectacle was too much for Cheshire. He rolled with laughter. Alles klar. Now it's personal. That creepy fairy best hope we never cross paths again. Okay, Chucklepuss. Joke's over. All right, let's get a move on. Und da ist er. Ceresa frowned and stormed off. Trying unsuccessfully to control his laughter, Cheshire followed after. But each glance at Ceresa sent him back into fits of seam-bursting chortles. Ja, gib mal her jetzt. Ist klar. Ui. Oh. Stimmt ja. Wären die jetzt noch kleiner, die Leben? Yes. Wahrscheinlich. Hm? Nö. The sphere burned with a bright red light. The two had arrived at the final elemental core. Mach's kaputt, Cheshire. So? Ach so. Bam.
haben, also die Feuerstöcher aussieht. And that's number four. We destroyed all the elemental cores. You know what that means? He's the last elemental power. Das gleich am Luca und haha, du hast es echt gemacht und jetzt ist er krass. Dann ist er der Wolf. Ich bin echt gespannt, wer der Wolf ist, ob Luca der Wolf ist, ob der Wolf gut ist, ob der Luca böse ist, ob der Wolf böse ist, ob das... Oh mein Gott. Feuerschächer, du hast den Feuerelementarkern zerstört und das Kraft erhalten, drücke A, um Schächer in Feuerschächer zu verwandeln. Ja, ist auch cool. Aber ich finde, ja doch, es ist schon ein Unterschied. Er hat er blau. Bei Feuer hat er blau. Bei Wasser hat er bei Grün für Haare. Feuerwelle spucken. Interesting. Hast du mir zugehört, wenn ich rede? Ja. Ich habe gefragt, was hat er bei Grün für Haare? Ach so, die Haarfarbe. Lila. Blau. Blau. Was? Rot. Und einmal blau. Na ja, gut. Ehrlich, Blatt 1. Da waren diese geisterhafte alte Frau und so ein großer weißer Wolf. Ich glaube, sie haben mir geholfen. Geisterhafte alte Frau? Ist damit das eine ehrlich gemeint? Ich glaube, sie haben mir geholfen. Leider war es wohl schon zu spät, denn wie es aussieht, bin ich offenbar gestorben und zu ihrem Irrlich geworden. Ach, das ist das erste Blatt. Das würde auch erklären, wieso ich direkt durch meine Hände hindurchsehen kann. Nun, dass ich jetzt tot bin, macht mich schon irgendwie traurig, aber immerhin kann ich noch klar denken. Ich habe gehört, dass es viele andere Irrlichter in diesem Wald gibt, mit denen diese Monster die Feen allerlei gemeine Sachen anstellen. Bestimmt wurde ich gerettet, damit die anderen Irrlichter geholfen werden können. Kämpfen ist natürlich nicht drin, aber ich kann ja auf andere Weise helfen. Wenn ich zum Beispiel etwas Hilfreiches aufschreibe und irgendwo liegen lasse, kommt vielleicht ein anderes Irrlichter daher, das damit etwas anfangen kann. Ich könnte ja sogar schreiben, dass andere Irrlichter wiederum selbstnützliche Infos aufschreiben und irgendwo hinterlassen sollen. Dann würden sich alle gegenseitig helfen. Wenn ich es erstmal hier rausschaffe, werde ich für Veränderungen sorgen und all meinen anderen Irrlichtern helfen, einem nach dem anderen. Ergibt das Sinn, dass das als erstes ist? Hätte man das direkt finden können. Ach so. Nur weil der hier gefangen war? Bin mir nicht sicher. You think the white wolf is okay? Cheshire gave an annoyed snort. He'll show that smug face of his before long, I'm sure. Hallo? Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Wie du dich aber nicht bewegst! Einfach stur stehen bleiben. Jan sagt sich... Halt, stopp! Ach, schön. Sagen sich die Gegner aber auch. Und bam. Oh, doch noch nicht. Zack, cool. Aufgeknuspert. Absorbiere die Energie. Cheshire, are you feeling better? Mach ich. Does it still hurt? Da geht's ja weiter, oder? Oder war der Ende? Cheshire said nothing more. But Cheshire could have sworn she had the trace of a Controller in his voice. Ja, aber ich hab hier gar kein Ladekabel. Ja, dann holst du ja gleich eins. Mach weiter, das ist doch noch nicht aus. So, bin ich wieder da. Haben wir dann einen neuen Controller da.
Bin wieder da, haben wieder. Grammatik, ja. Rechtschreibung. Na gut, Rechtschreibung kann man nicht so finden. Du musst in der nächste Safe auch. Okay. Zuvor links gehen, bitte. Dafür ist das also. Man kann es also wirklich dingsen. Putzen, putzen. Oh nein. Geh doch weg. You made it out of the fortress. Cereza let out a sigh of relief. The wolf seemed as energetic as ever. You're going to take us to Lucaon? We must be getting close. Come on, Cheshire, hurry! Das. Nein, machen wir beim nächsten Part. Wir speichern jetzt. Und wir gucken mal, was man verbessern kann. Dann speicherst du zuerst, wenn wir eventuell was verbessern. Und du hast zu spät gesagt, dass du das auch noch gucken willst. Das machen wir doch immer. Also. Ja, es hat sich so angehört, Alter. Ob du wirklich sofort aufhören willst. Ich würde die schon gern haben, ne? Alter. Guck doch, was es noch gibt. Du kennst doch die anderen Sachen gar nicht. Gesfell. Im Knuddelmodus eben kurz. Bevor er dich angreift, kannst du ihn rausholen, okay. Ich glaube, wir können gar nichts machen, ja. Da selbst das unten rechts nicht. Ja, aber hier können wir zwei Sachen. Dann nehmen wir das. Gut, gut. Dann war es das auch mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir vom Wolf wahrscheinlich zu Luca angeführt. Sollt ihr nicht verpassen, ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.